Okay, jetzt legen wir los. Corona-Krise, Katalysator für eine veränderte Welt. Wir sind im Moment mit dramatischen Veränderungen konfrontiert und vor diesem Hintergrund lassen Sie mich gleich in das, auf die nächst, den nächsten Slide gehen. Sie kennen das, wenn von meinen Vorträgen, ich lege immer wieder sehr viel Wert auf Strukturen. Die Struktur bedingt die Konjunktur bedingt die Cashflows. Da sehen wir auch hier, wir haben eine Struktur, Covid-19. Ein exogener Faktor, der einen dramatischen Einbruch der Konjunktur zur Folge hat und dementsprechend sich auf die Cashflows durchwirkt. Das Interessante in der aktuellen Situation ist, dass es sich hier um eine administrierte Rezession handelt. Es ist ein dramatischer Unterschied zu allen anderen Rezessionen, die wir in der Weltgeschichte seit den Industrienationen kennen. Eine homogen verfügte globale Rezession, ein Lockdown, ein Shutdown. Und das erzwingt die derzeit zum Teil dramatisch schlechten Konjunkturdaten. Jedes andere Datum wäre eine dramatische Überraschung und auch nicht glaubwürdig. So ein Lockdown ist wie eine Vollbremsung einer Konjunktur. Der entscheidende Punkt hier ist, noch einmal, dass es administriert ist. Das ist keine endogene Schwäche, wie wir es aus der Vergangenheit, Entschuldigung, in normalen Rezessionen kennen. Ganz im Gegenteil. Wir haben eine gesunde Ausgangslage gehabt in einer grundsätzlichen Betrachtung in der Weltwirtschaft zum Jahresanfang. Und dieser exogene Faktor ist verantwortlich für das aktuelle konjunkturelle Umfeld. Gehen wir weiter. Schauen wir auf das Thema Chancen und Risiken. Dann sind wir bei Risiken und dann sind wir bei den USA. Und was wir aus den USA erleben, ist partiell dramatisch. America First ist es. Es ist der Angriff auf das globale Organigramm, ob das die WTO ist, ob das die WHO ist, ob es die Vereinten Nationen sind. Es ist die Handelspolitik, wo man sich eben nicht mehr an das internationale Regelwerk unilateral seitens der USA, wo man sich daran nicht richtig ausrichtet und eben in die Weltwirtschaft Krisen hinein projiziert. Es ist Energiepolitik, siehe Nord Stream 2. Das ist ein Skandal, dass in die Souveränität dritter Staaten hier eingegriffen wird. Damit haben unsere Freunde in den USA sicherlich auch einen Politikstil gewählt, der den Begriff Freundschaft förmlich verbietet. Am Ende muss man auch sagen, ist das aktuelle Thema Covid-19, so wie die USA es angehen, eine Herausforderung. Gestern gab es im Spiegel einen sehr schönen Artikel, dass es im Völkerrecht überhaupt keine Grundlagen dafür gibt, was die USA hier fordern. Die USA fordern damit eine Lex USA, eine Unterordnung unter US-Interessen im Rahmen der globalen Ökonomie und der globalen Politik. Der nächste Punkt ist, was für mich interessant ist, ist, dass das Narrativ, das hier von Seiten der US-Regierung gegen China aufgebaut wird bezüglich der Verantwortlichkeit, dass dieses Narrativ gestern schon bröckelte, sowohl Australien als auch der Geheimdienst in Großbritannien teilen eben nicht die Schlussfolgerungen, die offensichtlich Herr Pompeo und Herr Trump daraus ziehen. Für mich wird dieses Gebäude in sich zusammenbrechen. Aber es ist ein exogener Risikofaktor, der Märkte und auch die Realwirtschaft immer wieder ein Stück weit beeinträchtigt. Es gibt auch einen Angriff auf Europa. Ich freue mich über Präsident Macron, der am 27. August letzten Jahres in Paris vor dem gesamten Diplomatenkorps sagte, nach dem G7-Treffen war es, glaube ich, oder, nee, G20. Die Dinge ändern sich und sie sind zutiefst betroffen von den Fehlern, die der Westen in bestimmten Krisen gemacht hat, von den amerikanischen Entscheidungen der letzten Jahre, die nicht mit dieser Regierung begonnen haben. Bitte Betonung, die nicht mit dieser Trump-Regierung begonnen haben. Sie können sich das gerne noch mal anschauen. In Paris hat man es begriffen, in Berlin ist man noch recht handzahm. Solche Angriffe auf uns sind am Ende nicht eskalierend zu beantworten, aber man sollte eben daraus seine Rückschlüsse ziehen. Und das bedeutet, wir brauchen nicht weniger, wir brauchen in meinen Augen mehr Europa. Ich will ganz kurz das Thema China noch ansprechen. China hat sich im Rahmen des Handelskriegs mit den USA super geschlagen. Wenn man sieht, was man dort an Maßnahmen verfügt hat, dann waren die alle wirksam. Der gewünschte Effekt in der Beeinträchtigung der Wirtschaftsleistung wurde nur bestenfalls marginal erreicht. Und gleichzeitig blieben die Kosten am Ende in den USA, auf den USA auch
sitzen. Wir haben im letzten Jahr in den USA ein Wachstum von gut 2% gesehen bei einem Haushaltsdefizit von knapp 6%. Das sind nicht selbsttragfähige Anzeichen einer Ökonomie, und die jetzige Lage verschärft das Ganze. Wir kommen gleich zu dem Thema Defiziten, aber ganz kurz gehen wir weiter. Risiko Coronavirus, das sind die Zahlen von gestern. Wir haben ermutigende Signale aus den größten Teilen der Welt. Wenn wir uns heute in China anschauen, dann liegen wir unter 500 akut Infizierten, in Südkorea unter 1.300. In Hongkong sind es noch gut 100. Wir sehen in Deutschland, dass die Zahlen jetzt runterkommen. Wir haben 22.000 akute Fälle. Gestern, sehen Sie, waren es noch 24.000. Das geht alles runter. Unsere Krankenhäuser sind leer. Die Entlockungen, die wir sehen, sind gut begründet. Und die Antwort, die hier gegeben wird, finde ich auch toll, nämlich, dass wir hier eine Situation haben, dass wir regional jetzt steuern, dass wir also nicht aufgrund einer regionalen Verwerfung einen nationalen Shutdown machen, sondern dass wir hier spezifisch vorgehen. Das ist wichtig. Warum ist es wichtig? Ich sagte am Montag bei N24, halt Welt-TV heißt es jetzt, es gibt hier zwei Nervenstränge. Es gibt den Todesnerv einer Gesellschaft, einer Ökonomie, da haben wir das Risiko Covid, und es gibt den Lebensnerv. Und der Lebensnerv ist die Aktivität der Gesellschaft, der Ökonomie. Und der Lebensnerv ermöglicht uns jetzt überhaupt erst, diesen Todesnerv zu bekämpfen. Und deswegen, wenn man eine Politik macht, die sich nur auf den Todesnerv projiziert und dabei aber den Lebensnerv außer Acht lässt, dann geht man unglaubliche Risiken ein. Vor diesem Hintergrund ist das, was die Wirtschaftsverbände gemacht haben, auch der BDI mit der Kritik eingangs der Woche, und meine Kritik zähle ich dazu, sachlich unbestechlich. Ich freue mich, dass die Politik jetzt auch reagiert hat, dass wir aus dieser Lähmung, die wir haben in der Ökonomie, die administrativ verfügt war, peu à peu jetzt herausgehen. Und dann wird uns auch ein Weg beschieden sein, der vergleichbar sein wird mit China. China hat gerade bei den Sentiment-Indikatoren diese Einbrüche, die wir heute übrigens noch beim Market-Indikator gesehen haben, für Europa im Composite-Indikator irgendwo bei 13, irgendwas. Wir haben in China gesehen, dass diese dramatischen Einbrüche dann eben auch abrupt wieder aufgeholt werden. Da haben wir im Sentiment dann schon V-förmige Erholung. Bei der Realwirtschaft bin ich da etwas zögerlicher. Das wird nicht ganz so schnell gehen. In meinen Augen sind die Überzeichnungen im Sentiment nach unten als auch nach oben im Moment gegeben. Bei uns noch nach unten, aber in China auch ein Stück weit nach oben derzeit. Deswegen die Tendenzen stimmen, die Amplituden, darüber kann man diskutieren. Reden wir kurz über weitere Themen. Brexit ist im Moment vollkommen ausgebremst in der Wahrnehmung, aber wir laufen dort schon ein Stück weit in Richtung eines harten Brexit. Und ich meine, das hat sich Großbritannien ja auch hart verdient. Wer lange so renitent ist, bekommt dann am Ende auch Rechnung dafür. Ich mache mir wegen des Brexit für Kontinentaleuropa keine Sorgen. Ich mache mir große Sorgen in Großbritannien, auch nachdem Nissan jetzt angekündigt hat, dass man sich aus Europa zurückziehen will. Nissan ist stark in Großbritannien, insbesondere im strukturschwachen Norden, Sunderland. Und das wird dort Bremsspuren haben, neben dem Brexit. Und Großbritannien wird sich wundern, wie kalt und still es ist, wenn man einmal eine Familie verlässt und noch gar keine neue gefunden hat. In China, die Balance wird gehalten. Rom ist nicht London. Italien hat Probleme. Wir haben gestern das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gesehen. Ein weises Urteil, ein smartes Urteil. Man hat eigentlich gesagt, alles, was die machen, ist okay. Die müssen ein bisschen nachbessern. Dieses Nachbessern wird passieren. Da sind sich fast alle Experten einer Meinung. Und dann geht alles so weiter, wie es bisher auch war. Ob das gut ist oder nicht, darüber kann man diskutieren. In der Tendenz halte ich es auf jeden Fall für richtig. Frankreich, Gelbwesten, ein vorübergehendes Phänomen. Alles überzeichnet durch die aktuellen Krisensituationen, auch durch den Lockdown. Aber Frankreich hatte vor Covid-19 bessere Wirtschaftskonjunkturdaten, Arbeitsmarktdaten als Deutschland. Man bewegt sich dort in die richtige Richtung. Und dann haben wir nach wie vor die Hotspots Nahosten und Ukraine. Nahosten bleibt kritisch. Die Glaubwürdigkeit des Westens im Nahen Osten ist brachial erschüttert. Ich würde jetzt eine Frage an Sie stellen, das Publikum. Ich würde sagen, welche Länder gelten eigentlich als zuversichtlich, als zuverlässig? Ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten: Neuguinea, Russland und Moskau. Sie dürfen sich zwei, Russland und China. Sie dürfen sich zwei aussuchen. Und Sie wissen, die Antwort lautet: Russland und China gelten als verlässliche Partner dort vor Ort. Die Ukraine, Chancen einer Entspannung ergeben sich peu à peu.
Ich bin vollkommen auf der Achse von Herrn Platzek und auch von Gerhard Schröder. Wir müssen mit Russland zusammenarbeiten. Wir mögen uns nicht lieben, aber wir brauchen Pragmatismus für die Achse Lissabon, Wladiwostok, Shanghai. Das ist die Zukunft. Die Zukunft liegt im Osten. Schauen wir weiter, die Chancen, dann reden wir über die aufstrebenden Länder. 60% der Weltwirtschaft, 88% der Weltbevölkerung, 70% der Devisenreserven, Wachstumsrate 4% in diesem Jahr wahrscheinlich darunter aufgrund des exogenen administrativ verfügten Szenarios, das ich eingangs ansprach. Perspektivisch werden sie immer größer. Mein lieber Kollege Christian Buntrock hat hier mal dargestellt, der Blick auf 2030. Dann geht China von 18,7 auf 22,7% Anteil an der Weltwirtschaft. Schauen Sie auf die USA von 15,2 auf 11,8. Europa, Klasse hier, 16,3. Sie sehen, wir sind wichtiger ökonomisch an sich als die USA auf 12,7, sind dann auch weiter vor den USA. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, auch mit unseren Hidden Champions. Chancen aufstrebende Länder, Aufbau der Infrastruktur. Ich möchte hier einen Gedanken nochmal anbringen. Wenn Sie die Politik der USA die letzten 10 Jahre, 15, 20 Jahre ansehen, dann ist das eine der Destruktivität. Es ist die von Regime Change, es ist die von unilateralen Aktionen, sind Aktionen, die losgelöst vom internationalen Recht stattfinden, mit Drohnenangriffen auf fremden Staatsgebieten, mit Verbringung von Geiseln in Drittländer, mit Folter, mit Guantanamo. Das sind Abgründe, die sich hier auftun und der Westen schaut immer gerne weg. Was macht China? Sie sind konstruktiv, die bauen Strukturen auf. Sie können kein Land ohne Infrastruktur überhaupt auf die Beine stellen. Der Westen hat das in vielen auf und den meisten aufstrebenden Ländern und der sich entwickelnden Ländern nicht gemacht die letzten 70 Jahre. China macht es und schafft damit nachhaltig bewirtschaftbare Wirtschaftsräume, schafft Zukunftsperspektiven. Das wirkt auch gegen Migrationsströme. Regime Change fördert diese Dinge. Also unsere kritische Haltung dazu ist eher eine politische im Fahrwasser der USA, als dass es hier tatsächlich Ausdruck einer intellektuell auf der Höhe stehenden Bewertung ist. Da liegen die Chancen, dort liegen die Wirtschaftsräume mit nachhaltigem Wachstum. Der Taktgeber der Weltwirtschaft ist heute nicht mehr, sind nicht mehr die Vereinigten Staaten. Nein, es ist der euroasiatische Raum. Das ist der Entscheideraum, der den Takt vorgibt für die Welt. Hier einmal kurz dargestellt, die US-China Trade War, wer dominiert den globalen Handel? Dann sehen Sie 1980 fast alles blau, USA, und dann schauen Sie mal auf 2018 fast alles rot. Das ist die Veränderung von finanzökonomischen, hier ökonomischen Machtachsen, aber die Finanzachse folgt dem Ganzen. Und das ist eine Tendenz, die ist dynamisch und auch dramatisch. Was nämlich hier stattfindet, ist, dass früher es einen bilateralen Handel gab, der Entwicklungsländer, aufstrebenden Länder mit dem Westen. Und heute gibt es einen ganz anderen Intrahandel, insbesondere im eurasiatischen Raum. Daran erkennt man auch die Emanzipation dieser Wirtschaftsräume vom Westen, vom Taktgeber. Und das sollte nicht unterschätzt werden. Reden wir über Qualitätsmängel. Ich habe das mal abgedatet. Jetzt, wir haben gerade den neuen Fiscal Monitor bekommen per April 2020. Dann sehen Sie die Eurozone, die Projektion jetzt fürs laufende Jahr, ein Haushaltsdefizit von 7,5. Schauen Sie auf die USA. Minus 15,4. Das ist dramatisch. Japan im Dunstkreis Europas. Primäraushalt, also ohne Zinsen, Tilgung bei minus 6, minus 13,5, minus 7,1. Primäraushalt liefert der IWF aktuell keine Zahlen. Aber Sie sehen eigentlich, von wenn Sie sich das mal anschauen, dann ist die Eurozone das stabilste unter den Aspekt der öffentlichen Haushalte, was hier im Westen derzeit läuft. Die Kritik der Europahasser kann ich nicht mehr ertragen, weil wenn wir Europa die Eurozone aufgeben, unterordnen wir uns denen, die es nicht können. Das wäre die Quintessenz. Machen wir weiter. Schauen wir ganz kurz auf die USA. Was können sie? Sie können Schulden. Wir haben seit der Lehman-Pleite eine Zunahme der öffentlichen Verschuldung 149,7% im laufenden Jahr, während der ersten 4 Monate, Januar bis April. Gehen wir nochmal zurück. Haben wir 8% Neuverschuldung in den USA, wobei die Krise gerade jetzt anfängt. Nochmal 8. Das sind Größenordnungen, die sind sportlich. Das liegt unterhalb der Projektion, die wir für die Eurozone fürs Gesamtjahr haben. Das ist das, was faktisch laut US-Treasury jetzt schon vorliegt. Keine selbsttragenden Elemente. Bilanzsumme fett, jetzt mit der Aufblähung plus 731. Hier Konsumkredite eben auch eine kritische Größe, historische Höchstmarken, die wir haben. Den Rest lassen wir jetzt mal außen vor.
weil wir wollen ja auch noch diskutieren, so wie ich sie kenne. Europa ist Schaumekuss drauf. Wir brauchen Fragen. Wer gibt Europa neues Leben? Ja, wer nimmt sich strukturelle Reform der EU an? Wer führt die Emanzipation? Wer richtet die EU auf die Landbrücke aus? Die Größe der Bilder hat etwas mit Wertschätzung zu tun. Ja. Ja. Nein, nein. No chance. Schauen wir kurz auf das BIP. Ja, wir haben einen Einbruch wie noch nie zuvor. Das kann sich auch schön vergleichen. 2008, dann ging das wenigstens über ein zeitliches Parameter von einigen Monaten, einigen Quartalen. Hier geht es einfach von einem normalen, das ist Potenzialwachstumspfad um die 1% bei der Eurozone, aggressiv jetzt runter. Das ist die erste Schätzung für das erste Quartal. Aber es wird, so wie wir es auch hier gesehen haben, dank der Maßnahmen, die verfügt werden, eben auch dynamisch wieder hochgehen. Hier ein kurzer Ausblick auf die Weltwirtschaft. China liefert uns sehr gute Daten, wie es nahezu optimal läuft, beim optimalen Shutdown mit dementsprechender Öffnung nachher. Das wird bei uns etwas moderater verlaufen. Das zweite Quartal ist der Tiefpunkt der Konjunkturlage, meines Erachtens in den westlichen Ökonomien. Im dritten Quartal sehen wir dann gegenüber dem zweiten Quartal positive Tendenzen mit einer aber immer noch unterproportionale Leistung. Im vierten Quartal Annäherung an das, zum Ende des vierten Quartals, an das durchschnittliche Wachstum. Im nächsten Jahr haben wir 5 Wachstumstreiber. Erster Wachstumstreiber, Grundrauschen der Weltwirtschaft, da reden wir von 2,8-3%. Zweiter Wachstumstreiber, Aufholeffekte aus dem produktiven Bereich. Wir haben seit mehr als 2 Jahren eine unterproportionale Investitionstätigkeit. Maschinen nutzen sich ab, die Weltwirtschaft läuft weiter. Da kommt Luft rein. Die Dinge, die in diesem Jahr nicht gemacht werden konnten, wegen des Shutdown und wegen Lieferengpässen etc. pp., das holt uns 2021 ein. Also ein belastbarer zweiter Wachstumsimpuls. Der dritte Wachstumsimpuls resultiert dann aus erhöhter Lagerhaltung. Das ist eine der Erfahrungen in diesem Jahr. Es wird global gemacht, dass Lager erhöht werden müssen. Das ist ein temporär, eher kurzfristiger Impuls, der gesetzt wird für 2021. Aber diese Lager müssen produziert werden und das hat erstmal Wachstumsimpulse. Der vierte Impuls ist eine Veränderung in der Globalisierung. Das Rebalancing der Globalisierung wird schneller durch diese Krise laufen, als wir uns das noch im Januar oder im Dezember vorstellen konnten. Und das bedeutet Aufbau neuer Produktionskapazitäten. Das ist erstmal wachstumstreibend und das ist etwas, wo ich einen Zeitraum sehe, wo Wirkungsfaktoren von bis zu 5 Jahren zu erwarten sind ab 2021. Der fünfte Aspekt ist enorm interessant. Wir haben eine Homogenität von Konjunkturprogrammen, die in der Weltwirtschaft verfügt werden. In der EU reden wir über 1,5 Billionen Euro, Größenordnung, die im Januar noch unvorstellbar waren. Die sind natürlich nicht auf ein Jahr projiziert, sondern auf einen Zeitraum von 5-6 Jahren. Aber das sind Wachstumstreiber, die Strukturen verändern. Da sind wir bei Aristoteles, die auch noch dazu kommen. Das heißt, das Wachstumsbild 2021 ist überhaupt nicht kompatibel mit dem Wachstumsbild, das wir jetzt derzeit immer noch an den Finanzmärkten diskontieren. Wir machen den unfassbaren Fehler, dass wir den Moment als Zukunft diskutieren, aber nicht die Zukunft selbst als Zukunft. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Und ich freue mich über die Ineffizienz, weil diese Ineffizienz schafft Chancen. Chancen in der Allokation von Assets. Machen wir weiter. CPI, da haben wir auch eine Corona-Irritation. Natürlich muss das Preisniveau jetzt erstmal fallen. Viele meiner Kollegen diskutieren dann im weiteren Verlauf darüber, dass wir dann eine sehr starke Inflation bekommen werden und dass die Zentralbanken dann Zinsen erhöhen müssen etc. Vergessen Sie es. Kurzfristig, ja, kann es zu Irritationen kommen. Auch auf der Oberseite darauf werden Zentralbanken nicht reagieren, weil sie genau diesmal hier richtig liegen. Das ist ein vorübergehender, ein transitorischer Effekt. Mit dem Aufbauen, mit dem Rebalancing in der Globalisierung bauen wir eher Überkapazitäten auf, die einen preisdämpfenden Einfluss haben werden. Von Deflation rede ich nicht, aber wir werden von einer Inflation perspektivisch Richtung 2021 ausgehen können, die sich vergleicht mit dem vierten Quartal letzten Jahres. Einzelhandel, es ging zuletzt hoch bei dem Toilettenpapierverbrauch, kein Wunder. Jetzt geht es runter. Wir bekommen heute, wir haben, glaube ich, sogar schon die Zahlen. Sekunde mal, haben wir die Retail Sales gerade bekommen, Eurozone? Ja, dort haben wir nach
plus 2,5% im Jahresvergleich per Februar, jetzt ein Einbruch um 9,2%. Das hat eben was mit dem Shutdown zu tun. Die Leute haben nur noch das Nötigste gekauft. Das kann nicht irritierend sein. Gehen wir weiter in die Industrieproduktion. Sie sehen, das geht runter. Seit 2018 runter, eigentlich einhergehend mit den Irritationen, die aus den USA in Handelskonflikten etc. pp. Gelaufen sind. Hier liegt eine Chance. Sie haben einen durchschnittlichen Abschreibungsbedarf auf Investitionsgüter von 10 Jahren. Wenn Sie jetzt mehr als 2 Jahre zu wenig machen und die Maschinen erschöpfen sich, die Anfälligkeit für Betriebsausfälle nimmt zu, die Kosten nehmen zu für die Altanlagen, dann müssen Sie irgendwann ran. Und das beste Beispiel ist die Krise 2008-2009, die übrigens endogen war, nicht exogen. Jetzt haben wir eine exogen verfügte. Dann sehen Sie den Einbruch, aber anschließend das Aufholpotenzial. Und genau das ist in der Amplitude jetzt nicht vergleichbar, aber in der Tendenz wird uns genau das Richtung 2021 bevorstehen. Und da ist Deutschland mit seinem Investitionsgüterpark in den Unternehmen gut aufgestellt, Maschinenbau, Anlagenbau etc. pp. Themen, die natürlich gar nicht so abwegig sind, wenn Sie aktuell durch die Medien des Finanzmarktes tanzen. Leistungsbilanz, Eurozone, Sie sehen, Strukturreformen, Aristoteles, wir kommen von Defiziten und wir sind bei Überschüssen Ausdruck der Konkurrenzfähigkeit unserer Produktpalette. Mein Gott, USA träumt davon jede Nacht und die Realisierung steht aber noch aus. Arbeitslosigkeit, wir kommen von den All-Time-Lows bei 7,3%. Das wird jetzt erstmal nach oben laufen. Da ist vielleicht auch eine 9%, eine 9,5% kurzfristig drin. Aber mit der Perspektive 2021, die ich auf Sie auch dargestellt habe, laufen wir dann wieder in diese Tendenz zurück. Das ist ein nachlaufender Indikator, aber wir werden jetzt einige Schockanpassungen bekommen. Nicht in der Amplitude wie in den USA, weil wir eben in Europa humanistisch sind, nicht kalvinistisch, eine soziale Marktwirtschaft in der Grundausrichtung haben, Deutschland ganz weit vorne. Von daher zunehmende Arbeitslosigkeit als temporäre Faktor auf ein exogenes Risiko, dann aber bitte schauen auf die Endogenität. Beschäftigung hatten wir am historischen Hoch, die wird jetzt rückläufig sein, aber ich prognostiziere für 2021 neue historische Höchststände. Und wenn man sagt, Arbeit ist das Sozialste, was es gibt, dann erkennen Sie, das war die Spitze 2007, 2008, wo wir heute stehen. Dass wir in Europa nicht über diese Erfolge reden, sondern Europa immer noch zerreden. Da gibt es genügend Protagonisten, selbst in Deutschland, dass Deutschland das am stärksten von Europa profitiert. Das irritiert und das ist in meinen Augen beschämt. Mehr darf man dazu wohl, glaube ich, nicht sagen. Economic Sentiment, natürlich, das muss jetzt runtergehen. Wir sind nahe den All-Time-Lows von 2007-2008. In einigen Ländern sind wir drunter, in den USA glaube ich auch bei ganz vielen Indikatoren. Aber nochmal exogen bedingt, administrativ verfügt und so wie es runtergeht, geht es in der Tendenz, siehe China, dann eben auch wieder hoch. Nicht überbewerten, nicht extrapolierbar vor dem Hintergrund der verfügbaren Informationen. Und interessant, wir haben das Ganze in Europa eben anders als in den USA mit einem unterproportionalen Kreditwachstum erzielt. Wir haben sogar seit 2013 haben wir Wachstum. Wir haben mit negativem Kreditwachstum, mit einer Kontraktion der Kredite Wachstum gesehen. Es gibt kaum in der westlichen Welt bessere Parameter als die der Eurozone, was das nachhaltige Wachstum über wiederkehrende Einkommen betrifft. Das ist ein Thema, das die Wissenschaftler immer wieder außen vor lassen, die Volkswirte, die Chefvolkswirte. Das zeichnet uns aus. Und jetzt sehen Sie aber auch, dass die Maßnahmen der EZB und der Regierungen greifen. Wir laufen jetzt über 5% bei Neukrediten. Das hat natürlich auch eine Korrelation mit der Corona-Krise. Und man sollte eben, wenn man das als exogene Anomalität darstellt, auch das als solche verstehen. Das wird erstmal weiter hochlaufen, aber dann Richtung 2021 sich normalisieren. Das ist meine Prognose. Aber für uns ist auch jetzt ein Wachstum um 5% vollkommen kompatibel mit dem nachhaltigen Wirtschaftswachstum, was wir erwarten dürfen. Weiter Widerstandskraft in der Weltwirtschaft. Wenn wir die OECD Leading Indicators nehmen, 100 Punkte heißt durchschnittliches Wachstum der letzten 5 Jahre. Und dann sehen Sie auch hier, wir waren auf einem guten Weg. Richtung Anfang des Jahres, das bricht im Moment ab, administrierte Rezession, Logo. Aber vor dem Hintergrund dessen, was ich Ihnen sagte, erwarte ich auch hier wieder eine Umkehr im zweiten Halbjahr.
die dann auch eine positivere Dynamik im Jahr 2021 entwickeln sollte. Es sei denn, wir kriegen Covid-21, 23, 25 bis 27 oder einen Weltkrieg. Alles das ist bei mir im Moment nicht favorisiert im Basisszenario. Ich habe Ihnen dargestellt die IWF-Prognosen aus dem Januar 2020. Und Sie sehen, wir enthalten uns einer Prognose. Wir sind in einer Anomalie. Ich sehe überproportionales Wachstum 2021, Einbrüche, die markant sein werden in diesem Jahr. Ich beteilige mich nicht am Wettlauf dieser Prognosen, weil es einfach auch keine Krückstöcke aus der Historie heraus gibt. Ja, Deutschland kann minus 6, minus 6,5, kann aber auch nur minus 5,5 sein. Das hängt davon ab, wie schnell Unternehmen in den Produktionsprozess wieder einsteigen können und inwieweit die Lockdowns weiter den privaten Konsum einschränken. Aber es wird dies Jahr ein extrem schwaches Jahr. 2021 fortfolgende sehen die Szenarien anders aus. Schauen wir auf Märkte. Wir hatten in unserem Jahresausblick gesagt, dass wir grundsätzlich erwarten, dass das globale Zinsniveau weiter fällt. Durch Covid-19 hat das Ganze ein Tempo angenommen, das dramatisch ist. Wir haben in vielen Ländern jetzt die Tiefstände bei den Leitzinsen, die jemals, also die historischen Tiefstände markiert. Wenn wir uns die USA anschauen, dann haben wir in diesem Jahr 1,5% realisiert. Potenzial für weitere 0,50 sehe ich. Ich sehe die USA als kritisches Element. Denken Sie nochmal an die Staatsverschuldung zur Wirtschaftsleistung. Keine selbsttragenden Kräfte. Dort braucht man die zweite Luft und mit den hohen Defiziten braucht man auch ein anderes Refinanzierungsniveau für die Staatsschulden. Kurzer Exkurs noch einmal dazu. Die Senkung des Geldmarkt- und Kapitalmarktzinsniveaus. Und Sie wissen, wir waren vor gut einem Jahr noch bei 3% zehnjährige Staatsanleihen in den USA. Wir sind jetzt bei 0,6. Diese Verringerung des Zinsniveaus erhöht die Schuldentragfähigkeit. Ich möchte nochmal an Japan erinnern. Man hat dort eine Staatsverschuldung von ca. 240%. Refinanziert sie aber mit Null. Und wenn Sie können auch 300% mit Null ohne Haushaltsbelastung darstellen. Und genau da will man in den USA hin, damit eben dieses Manko gegenüber dem Rest der Welt, der nicht selbsttragenden Kräfte, keine tragende Rolle entwickelt. Das ist der Punkt. Also Potenzial weitere 0,50. Ob die kommen, weiß ich nicht. Ich rede von Potenzial. Also man hat eigentlich das, was ich erwartet habe, schon längst geliefert. In China haben wir ja 0,30% Ansenkung dieses Jahr realisiert. Daran sehen Sie auch wieder die Widerstandskraft der chinesischen Wirtschaft. Auch wenn viele meiner Kollegen das immer wieder anzweifeln. Die Fakten sprechen eine andere Sprache. Weiteres Potenzial für weitere 0,30. Also dann Richtung 3,5%. Wir reden hier übrigens über die einjährige Prime Rate. Eurozone, keine weiteren Zinssenkungen. Die haben keinen positiven Grenznutzen. Das weiß man auch bei der EZB. Wenn, kann es nur gehen über quantitative Maßnahmen oder die Standardsenkung im Rahmen der Ansprüche, die man an Assetklassen hegt, die man bei der EZB selber hält oder Standardsenkung für den Bankensektor, um dadurch, da reden wir natürlich dann auch von der Aufsicht, nicht nur von der Zentralbank, um dadurch den Kreditprozess am Laufen zu halten. Wir haben in Großbritannien einmal 0,65 realisiert, weitere 0,25, also auch da, dass man in ein negatives Szenario hineingeht, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir sogar noch mehr vorstellen, denn Großbritannien hat eben nicht nur die Belastung durch Covid-19 und durch grundsätzliche Strukturschwäche in der Ökonomie mit Leistungs- und Handelsplansdefiziten, sondern der Brexit, insbesondere wenn er ungeregelt stattfindet, wird nochmal einen zusätzlichen Effekt liefern. Mehr noch ist man auch im Bereich dessen, was im nächsten Jahr laufen wird, Investitionsgüterindustrie, nicht so aufgestellt wie Kontinentaleuropa, ansonsten insbesondere auch der Norden Italiens. Kommen wir zu Russland. Auch dort haben wir dieses Jahr schon 0,75% gesehen an Zinssenkung, weiteres Potenzial um 0,50. Und damit bewegen wir uns dann im Bereich der historischen Tiefstmarken der Leitzinsen auch in Russland. Also Zinsen gehen runter. Wenn die Weltwirtschaft, das wäre jetzt Ihre Frage, das weiß ich, wieder anzieht, dann müssten ja auch die Zinsen hochgehen. Vergessen Sie es. Das wird sich in Bandbreiten bewegen, aber wir werden das, was wir jetzt auf der Unterseite geliefert haben, das wird
viel länger manifest bleiben, als wir uns das vorstellen. Man kann das von Seiten der Zentralbanken ganz locker begründen. Ja, es kann eine zweite, dritte, vierte, fünfte Welle geben von Covid-19 und wir machen hier einfach eine Politik nicht der unruhigen Hand, sondern dann der ruhigen Hand auf diesem extrem niedrigen Niveau. Stellen Sie sich darauf ein, dass dieses Niedrigzins, Negativzins oder Nullzinsniveau verankerter wird in der westlichen Welt, als wir uns das heute vorstellen können. Das Thema Anlagenotstand. Und damit wenden wir uns den Aktienmärkten zu. Wird viel dramatischer, als wir uns das heute vorstellen können. Ich habe die Zahlen jetzt vom 4. Mai. Dann sehen Sie mal so ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Russland 8,3, Kurs-Buchverhältnis 0,8. Sie zahlen also 80% des inneren Wertes mit Dividendenrenditen bei 7,3. Und dann sehen Sie schon Thema Anlagenotstand. Ey, das ist ja gar nicht so schlecht. Zumal, wenn Sie Staatsverschuldung sehen, Prognose fürs laufende Jahr 17,4%, Deutschland 75, Japan 240, USA 120% der Wirtschaftsleistung. 17,4. Immer noch nicht AAA. Man fragt sich, warum. Ja. Auch in China für ein Land mit Wachstumspotenzial um die 6%, 12,2 KGV, Dividendenrendite 2,6. Schauen wir auf die USA, ein bisschen teurer KGV, ups, 22, Dividendenrendite 2,2, ist auch nicht schlecht vor dem Hintergrund der Kapitalmarktzinsen. Was will ich Ihnen damit sagen? Die Weltwirtschaft wächst weiter, ja, wir haben jetzt 260.000, vielleicht demnächst 300.000 Tote durch Covid-19, aber wie hoch ist eigentlich das natürliche Bevölkerungswachstum pro Jahr? Wir haben 7,7, Ende des Jahres wahrscheinlich 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt, die wollen ernährt werden, muss alles dargestellt werden durch Unternehmen, die Konjunkturprogramme müssen durch Unternehmensaktivität dargestellt werden, also vor dem Hintergrund dann auch Thema Anlagenotstand, sind Aktien vielleicht auf dem Niveau scheinbar teuer, wenn man den Moment als Zukunft diskontiert, aber das sollte man ja nicht, man sollte ja die Zukunft selbst als Zukunft diskutieren. Sie merken, ich bin bullish Aktien und das bleibe ich auch. Gewinnentwicklung langfristig, hier mal ganz kurz eine Darstellung. Achten Sie mal auf die Farben. Hier reden wir über China, das ist die Bruttoentwicklung, nicht die Earnings per Share, sondern die Bruttogewinnentwicklung. Nummer zwei ist Russland, Nummer drei ist Indien und dann kommt der Westen da irgendwo. Wo findet die Party der Gewinne statt? In den aufstrebenden Ländern. Das ist die Kernaussage, wenn Sie dagegen die durchschnittliche Positionierung sehen, die Sie in den Portfolien internationaler Fonds haben, dann ist das eine Beleidigung unterdurchschnittlicher Intelligenz, denn diese Märkte sind vollkommen unterrepräsentiert, historisch unterrepräsentiert. Ich sehe den Dollar perspektive schwächer, auch wenn er im Moment gesucht sein mag, aus Dollar-Liquiditätsgründen. Nein, ich sehe ihn schwächer. Ich sehe, der Zinsvorteil ist weg. Strukturell liegen sie weit, weit hinter den meisten guten Ländern. Dazu gehört auch Deutschland, dazu gehört auch die Eurozone als Wirtschaftsraum. Ich sehe Potenzial für Gold, ich sehe Potenzial für Silber, ich sehe Potenzial für den Euro. Übrigens, Herr Trump mag den Dollar nicht so fest. Man braucht Exportsubventionen und von daher für mich der Horizont für weitere Dollaraufwertung, insbesondere auch gegenüber dem Euro, limitiert. Kurzfristig sind da vielleicht nochmal 2-3 Cent drin. Aber die große Bewegung, die ansteht, ist eine, die nicht in diese Richtung geht. Das einfach einmal so als Überblick. Ein paar Worte noch zu Covid. Wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg meines Erachtens. Wir wissen, 90% der Betroffenen haben entweder keine oder nur geringe Symptome bei dieser Krankheit. Und meine Lösung für dieses Problem ist, und das lege ich auch der Bundesregierung und nicht nur der nahe, dass man die Risikopatienten wirklich ernsthaft abschirmt und die Menschen, die sich um diese Menschen kümmern, so stark subventioniert, dass sie eine gewisse Selbstquarantäne für sich akzeptieren. Was heißt das? Verdopplung der Gehälter durch die Bundesregierung, abgaben- und steuerfrei für den Zeitraum, wo man dort aktiv ist. Das ist respektvoll gegenüber diesen Menschen. Das ist viel billiger als alles das, was wir sonst machen. Und diese Menschen sind unterbezahlt. Und damit haben sie eine Chance, sich mal finanziell temporär auch zu erholen, vor dem Hintergrund privater Einschränkungen. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit und gebe jetzt rüber an Sie, Herr Abel. Ich höre im Moment nichts. Ah, Herr Puttwagen schreibt. Das war ein Schluck Kaffee. Gut, auf geht's. Thank you.
Ja, Südafrika, Afrika insgesamt. Ich tue mich mit Südafrika sehr, sehr schwer. Es ist ein unfassbar korruptes Land mit eigentlich tollen Perspektiven und tollen Grundlagen. Aber es ist so, für mich gehört Südafrika, ist Südafrika ein Stück weit vergleichbar, nicht in der Amplitude, aber mit Venezuela und Südamerika. Einfach katastrophale Politikansätze, keine Homogenität in der gesellschaftlichen Zielsetzung, ein sehr hohes Korruptionspotenzial und damit ist das für mich nur ein sekundärer Investitionsstandort. Das ist der erste Punkt. Zu Afrika insgesamt. Afrika wird derzeit maßgeblich durch China entwickelt, infrastrukturell. Ich sehe für Afrika Chancen in den Sektoren, wo China mit in diesen Ländern die Hand führt. China ist sehr, sehr weise. China hat aus den Fehlern des Westens gelernt. Wenn man diesen Ländern Geld gibt, landet die mindestens die Hälfte anschließend auf den Cayman Islands oder anderen Steuerparadiesen. Wenn man diesen Ländern helfen will, dann muss man mit eigenen Leuten kommen, die Infrastruktur aufbauen. Und diese Infrastruktur hat dann eine ökonomische Wirkung. Die Vorwürfe immer, dass die Chinesen nur ihre eigenen Leute mitbringen, gehen vollkommen an dem Thema vorbei. Für mich ist es eine Beleidigung der durchschnittlichen Intelligenz. Was hier gemacht wird, ist grundsätzlich richtig. Länder ohne Strukturen haben keine Zukunft. Wir brauchen diese Infrastrukturen und es ist vollkommen unwesentlich, wem sie gehören, sondern sie müssen da sein, damit sie Wirkung erzielen können, um diese Wirtschaftsräume zu erschließen und den Menschen Perspektiven zu geben. Das dazu, also ich sehe perspektivisch für Afrika Chancen, aber auf kurze Sicht definitiv nicht und dasselbe gilt für Südafrika. Die digitale Veränderung nach Corona sehe ich nachhaltiger. Das ist ein Beschleunigungs-, ein Katalysator der Beschleunigung, den wir hier erleben. Wir werden auch sehen, dass viele Unternehmen, die bisher eben physische Veranstaltungen gemacht haben, auf die elektronischen Medien zurückgehen werden, weil es einfach kostensparend, zeitsparend ist. Wir werden sehen, dass sich im Bereich der Bildung Dinge verändern. Wir werden auch sehen bei den Amazons, Alibabas, dass das Umsatzwachstum nachhaltiger ist. Die Menschen stellen sich über diese Wochen darauf ein. Und das ist natürlich eine sehr einfache Art und Weise zu agieren. Das heißt, für diesen gesamten Sektor Digitalisierung mit Endnutzervorteilen sehe ich eine optimiertere Zukunft, als es noch vor 3 Monaten oder 4 Monaten der Fall war. Das als Kernaussage dazu. Danke. Was muss geschehen, dass wir aus Deutschland heraus erkennen, dass eine engere wirtschaftliche Ausrichtung gen Osten lag? Wir müssen endlich die transatlantischen Betonköpfe, die uns in der Politik dominieren und uns medial, zum Teil intellektuell beleidigen, weil durch asymmetrische Darstellung, auf den Topf setzen und wir brauchen neue Köpfe. Wir brauchen hier neue Köpfe, dass wir neu denken. Wir haben immer eine pragmatische Politik geführt in der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis in etwa 2010. Und wir fangen an, eine ideologische Politik zu machen. Wir erheben Ethikgrundsätze zu Katalysatoren unserer wirtschaftlichen Aktivität im Außenbereich. Das tun wir aber nur gegenüber Ländern wie Russland und China. Das tun wir nicht gegenüber Saudi-Arabien und auch nicht gegenüber den USA. Und an dieser Asymmetrie erkennen Sie, dass dahinter ein politisches Ziel steht. Und dieses politische Ziel wirkt gegen unsere Interessen. Das ist im Interesse dritter Länder, aber nicht im eigenen Interesse. Und deswegen muss das ein Ende haben. So, sehen Sie die Gefahr einer weiteren, ich glaube, dass wir jetzt bezüglich der Systeme beim Aufflackern, wo es eine zweite oder dritte Welle gibt, handlungsfähiger sind, weil wir Systeme eingezogen hatten, die wir vorher nicht hatten. Das heißt, das Risiko einer zweiten, dritten Welle ist da. Die Form, die sie annehmen wird, wird nicht vergleichbar sein mit der ersten Welle und damit werden die ökonomischen Folgen definitiv überschaubarer sein. Ich habe die Hoffnung, dass diese zweiten, dritten Wellen, wie gesagt, vollkommen nur ausfallen. Nehmen Sie nochmal die Politik in Deutschland, die wir haben. Wenn es hier irgendwo jetzt Ausbrüche gibt, dann werden die regional sakrosankt bedient und eben nicht national mit einem nationalen Lockdown. Ich glaube, diese Politik ist vor dem Hintergrund dessen, was auf uns warten wird, sehr vielversprechend. Das als Antwort darauf. In anderen Ländern, wo viele die Systeme, Gesundheitssysteme nicht so ausgeprägt sind, mögen die Risiken etwas anders verortet sein. Aber in der Grundsätzlichkeit sehe ich diese Tendenz. Tourismus, Luftfahrtsektor. Luftfahrtsektor sehe ich,
weiter unter Druck. Wir werden ein anderes diskretionäres Reiseverhalten haben mit einem größeren regionalen Bias als den, den wir aus der Vergangenheit kennen. Das wird zulasten der Reisen gehen. Dasselbe, das gilt eben auch für Fernreisen. Es geht aber auch für eben Konferenzen, die weniger stark ausgeprägt sind. Ich hatte jetzt eine Videokonferenz gerade gestern mit Dubai mit 800 Teilnehmern. Also das sind schon sehr interessante Dinge und das sind strukturelle Veränderungen. Da sind wir wieder bei Aristoteles. Und von daher werden wir uns hier im Bereich Luftfahrt und Tourismus mit einem unterproportionalen Erholungspfad auseinandersetzen müssen. Es wird einen Erholungspfad geben, aber wird unterproportional sein. Und das impliziert im Grunde genommen Scaling down. Aber es gilt dann eben auch nicht nur für Lufthansa oder die anderen Fluggesellschaften oder Tourismusunternehmen. Es gilt am Ende auch für Flugzeugbauer. Ich glaube, da wird das noch der eine oder andere Storno in den nächsten Monaten auf den Tisch kommen. Wo ich, wie gesagt, Chancen sehe, ist Maschinenanlagenbau. Da gibt es in meinen Augen Aufholeffekte aus den letzten 2,5 Jahren. So, dann Herr Krischke. Sollte China, sofern sich die Vorwahl der Vertuschung bei der bestätigen, nicht gelten? Nein, sollte es nicht. Sondern dann möchte, wenn wir China diesbezüglich ächten und bestrafen, dann möchte ich auch die USA bestrafen für die finanzielle Pandemie aus 2008, 2009. Denn dort hat man bewusst, und das sage ich Ihnen, das weiß ich aus Hintergrundinformationen, die vollkommen belastbar sind. Ich habe seit 2004 vor MBS gewarnt. Das wurde bewusst gemacht. Ich habe Gespräche mit der US Treasury geführt. Das war bösartig. Das war der bewusste Export von Gift in fremde Bilanzen hinein. Das war hier in China definitiv nicht der Fall. Losgelöst davon, wie das Ganze losgetreten ist. Es gibt übrigens auch kein internationales Recht. Da war im Spiegel heute, dann gestern, schöner Artikel vor allem Völkerrecht. Es ist überhaupt keine rechtliche Grundlage dafür. So, das dazu, welche Branchen sind aktuell, also Investitionsgütersektor. Für mich ist im Moment der Bereich Chemie, der ist unten, weil es ein zyklisches Papier ist. Schauen Sie auf das, was kommen wird. Also da sind wir in meinen Augen mit Discounts gesehen. Medizinischer Sektor, also auch eine Bayer, auch wenn das weit über Medizin hinausgeht, ist für mich interessant. Also ich schaue mir eigentlich im Moment viele Unternehmen an, die total nicht awok sind. Und daneben mag ich unterbewertete Unternehmen, die Geschäftsmodelle wie Amazon haben. Nennen Sie mir doch mal eins bitte. Mensch, also ich hatte letztens die 40 Räuber, wie hieß das der Typ noch? Alibaba, glaube ich. Ja, also Alibaba gefällt mir immer noch. Ist immer noch im relativen Vergleich sehr, sehr günstig. Und wenn man sieht, dass China als erstes jetzt hochkommen und auch relativ schnell wieder anziehen und es auch da ein verändertes diskretionäres Verhalten nochmal aus der Krise herausgegeben hat, bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Also Technologie, Investitionsgüter, Chemie, Medizin, das sind die Felder, die mich reizen. So, dann weiter. Die Krise in der Gesundheitskrise wurde zum Beispiel durch Blutlasse. Also der Handelskrieg USA-China geht weiter, in der Tat. Und entscheidend wird es sein, dass wir uns aus diesem Thema raushalten und dass wir uns hier nicht verpflichten lassen im Namen der USA. Die USA haben heute 15% an der Weltwirtschaft, der Rest sind 85. Und vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, die Zukunft liegt im Osten. Wenn wir uns hier in Handelskriege hineinbringen lassen, dann werden wir die größten Verlierer sein mit unserem exportseitigen Portfolio. Friedenspolitik wird durch Handel auf die Beine gestellt. Handelspolitik ist Friedenspolitik. Das schafft auch ein Verständnis unter den Kulturen. Da gibt es nach wie vor große Divergenzen. Ich kann nur eins sagen, wenn wir diesen Weg nicht gehen, wenn wir den Weg mit den USA an der Seite der USA gehen, dann erinnert mich das irgendwo an 1914 und Blankoschecks, die ausgestellt werden. Diese Blankoschecks sind für unsere Zukunft nicht akzeptabel. Also Russland in der Tat, auf der Ölseite haben die Probleme, ja, aber nicht auf der Gasseite. Gazprom läuft nach wie vor im Bereich Lukoil und so. Natürlich ist es problematisch, aber sie können mit Preisen um die 40 Dollar gut leben, haben Reserven. Also vor dem Hintergrund sehe ich das gar nicht so. Und entscheidend ist eigentlich, dass wir Russland immer noch sehen wie früher. Die schaffen ja nur Rohstoffe. Ich will Ihnen eins sagen, Yandex, das Google Russlands, ist Weltmarktführer im autonomen Fahren. Die sind in vielen Technologiebereichen heute so weit vorne. Und das sehen wir auch an der Widerstandskraft der Wirtschaftsdaten. Wenn Sie sich das mal anschauen, das müsste jetzt ja alles dramatisch einbrechen. Da bricht gar nichts ein in der Form, wie das hier bei uns im Westen ist. Also,
Ich weiß, dass das nicht politisch korrekt ist und dass die Märkte das auch nicht so sehen, aber wenn sich mit faktischen Daten auseinandersetzen und auch mit Strukturdaten, Russland vom größten Weizenimporteur zu einem der weltgrößten Weizenexporteure etc. pp., dann ist dieser strukturelle Wandel, der sich in Russland vollzogen hat, insbesondere seit 2014, wie sagte mir mal ein Wirtschaftsvertreter Moskaus, er sagte, Herr Mayer, wir haben noch nie so viel Wandel gesehen wie durch diese Sanktionen, die der Westen uns auferlegt hat, und wir haben uns strukturell noch nie so dynamisch positiv entwickelt. Machen Sie ruhig weiter. Also nochmal, wenn im euroasiatischen Raum die Party spielt, dann sieht man eben auch, dass dieser Intrahandel, den ich vorhin angesprochen habe, für Russland ein enormer Stabilisator ist. Und insofern bin ich da recht entspannt. So, weiter. Ups, was haben wir dann? So, hier verfrüht. So, Herr Heider, los geht's. Ich sehe Sie schreiben. Ich freue mich auf die nächste Frage. IFNP schreibt jetzt auch noch. Herr Puttwagen, Sie sind fleißig. Gut, so lange. Wer wird Kanzlerkandidat bei der Union, ehrlich? Für mich gibt es drei Kandidaten, die ernst zu nehmen sind: Laschet, Merz und Söder. Und man sollte das Momentum, das im Moment da ist, nicht überbewerten. Ich nenne ihn meinen Wunschkandidaten. Mit Schmerz, Merz. Warum mit Schmerz? Weil für mich ist eine transatlantische Ausprägung hinterfragbar. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass er ein Pragmatiker ist. Und was wir brauchen, sind nicht Ideologen, sondern Pragmatiker. Also bei Restrisiko ist mein Call Merz. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie die deutsche intellektuelle Mäßigung, die wir in der Nutzung unserer Intelligenz haben, nehmen, dann wird es wahrscheinlich Laschet. Aber Söder hat nach wie vor Außenseiterchancen, obwohl seine Umfragewerte in Bayern gehen gerade runter. Das vielleicht dazu. So, welche Fat Tail Risiken sehen wir folgende aufgrund der von. Oh, gut. Das größte Risiko, das ich sehe also weniger aus der Makroökonomie und damit nachgeordnete Mikroökonomie große Probleme. Wir werden Anpassungen haben bei bestimmten Branchen, die weniger gut laufen, manche, die auch vielleicht aussterben, aber andere, die dafür neu kommen oder stärker werden. Das größte Risiko ist Geopolitik für uns. Das war es in den letzten 2,5 Jahren, 3 Jahren durch die USA und es wird so bleiben, weil die USA kämpfen um hegemoniale Macht gegen Europa, gegen Russland, gegen China, eigentlich gegen den Rest der Welt. Und toll ist es, wenn man sowas macht, gleichzeitig. Dann hat man am Ende, was meinen Sie, viele Freunde, wenig Freunde oder gar keine Freunde. Sie entscheiden das. Aber das bleibt das Restrisiko. Und je isolierter die USA sind, desto esoterischer werden ihre Positionen, wie jetzt auch gegenüber China. Das ist das größte Risiko. So, Söder, Fragezeichen. Ja. Söder, ich war einmal mit ihm in einer Talkshow bei Manfred Illner und ich habe ihn damals geschont, da war Lucke auch dabei, hat mich auf Lucke projiziert. Söder ist, wie viele Politiker auch immer, ein Stück weit Opportunist. Ich hoffe, er hat in den Jahren seit 2014 dazugelernt. Ich glaube es schon. Wir brauchen Pragmatiker, das ist die Antwort. Also geben Sie mir Gerhard Schröder noch mal in jüngeren Jahren, das wäre gar nicht schlecht. Ah, moin, moin, Andreas. Haben wir in 5 Jahren noch den Euro-Logo? Ich habe doch von dargestellt an Staatsverschuldung, aktueller Leistungshandelsbilanzdefiziten oder Bauensüberschüssen. Nehmen wir noch dazu das Thema Hidden Champions, wo wir immer noch weltweit führend sind als Region, insbesondere auch wenn man es ins Verhältnis setzt zur Wirtschaftsleistung oder auch zum Bevölkerungsanteil. Wir haben diese Chancen noch. Ich gehe fest davon aus, dass wir den Euro behalten, weil wenn man mal sich die Summen aufsummiert, die wir nutzen seit 2008, 2009, um dieses Konstrukt am Leben zu erhalten, das übrigens für Deutschland lebensnotwendig ist. Denn sogar 60% unserer Exporte gehen nach Europa. Und wir haben einen unterbewerteten Euro, der uns gut tut. Und wir haben durch die Krisenländer eine Staatsverschuldung, die wir faktisch jetzt irgendwo in der Nähe von Null finanzieren.
Also vor diesen Hintergründen bin ich da ganz guter Dinge, dass wir auch in 5 Jahren noch, da nicht nur guter Dinge, ich bin fest überzeugt, Andreas, dass wir auch 2025 noch haben werden. Oh, Großbritannien kann politisch und wirtschaftlich nach wie vor eine Rolle spielen. Also es ist ja immer noch ein bedeutendes Land. Aber es wird eine weniger starke Bedeutung haben. Es wird ein Problem haben, seine eigene Agenda durchzusetzen. Sie haben eine Chance, sich den USA als irgendwie x50. Staat anzuschließen und ihre außenpolitische Integrität aufgeben. Das kann alles passieren. Also sie werden eine Rolle spielen. Sie sind immer noch ein bedeutendes Land. Ich bin auch ein Fan Großbritanniens, des Landes, und ich habe dort gearbeitet und ich habe dort Freunde, und es tut mir unendlich leid, aber so wie die Großbritannien sich eben seit Beitritt zur Europäischen Union verhalten hat, ist das nicht mehr tolerierbar. Und es bremst uns in unserer Integration. Sie spielen eine Rolle, aber sie werden in meinen Augen ökonomisch und politisch eine weitaus geringere Rolle Perspektive spielen als die, die sie im Rahmen der Europäischen Union hatten. Stichwort USA wird Trump wieder. Ja, er wird wiedergewählt. Punkt. Das ist nicht rational, das ist ein großes emotionales Thema in meinen Augen. Und Biden ist ein extrem schwacher Kandidat. Deswegen Trump wird wiedergewählt. Stellen Sie sich darauf ein. Oder ist eine Wiederwahl? Ja, das Thema Trump. Wissen Sie, es gibt immer wieder Bevölkerungen in der Geschichte, kann man das nachweisen, übrigens auch bei uns, die ab und zu in Traumata verfallen, jenseits von jeder Realität sich bewegen. Und das haben wir derzeit in der Wahrnehmung in den USA. Mit auf jeden Fall in den Flyover States, vielleicht weniger in Los Angeles, vielleicht weniger in New York, aber selbst in Florida ausgeprägt. Wir haben Bekannte, die dort ein halbes Jahr im Jahr leben, in Naples. Und wenn ich bekomme da regelmäßig Wasserstandsmeldungen, und hier nicht von den Leuten, die nichts in der Birne haben, sondern von denen, die was in der Birne haben. Und die Verankerung von Donald Trump ist dort dramatisch. Also vor diesem Hintergrund, der kann lügen, so viel er will, das wird ihm nicht auf die Füße fallen. Man sieht ihn als Pragmatiker, als Mann, der seine Dinge umsetzt, das, was er versprochen hat, das macht er am Ende auch. Und in vielen Teilen ist das ja auch richtig. Die Wege dahin sind aber, wie gesagt, mit Lügen gepflastert und mit einem gewissen Narzissmus, und mit einer Respektlosigkeit gegenüber den Interessen Dritten und auch den Völkern Dritter. So, Herr Hoyer schreibt. Und die FNP auch. Jetzt wird's heftig. Okay, die letzte machen wir und dann kommen wir zum Ende. Herr Hoyer, Sie stellen die letzte Frage. Wann kommen wieder positive Wirtschaftswunder für die Welt? Oh. Kann ich Ihnen genau sagen, es wird meines Erachtens im dritten Quartal sein. Also Sie müssen ja sehen, wir haben immer, wenn wir jetzt, also die Sentimentdaten, denke ich, werden schon per Mai wieder hochgehen, weil wenn diese Lockdowns jetzt runtergehen, dann werden die Friseure positiver und. Also das geht schon da nach oben in den Sentimentindikatoren. Das kann auch recht sportlich ausfallen. Siehe China, aber nicht ganz eine Amplitude wie China, wie ich eingangs schon sagte. Die harten Daten, dort haben wir 1 bis 2 Monate Verzug. Gehen Sie davon aus, dass die im Bereich Juni, Juli kommen. Aber man wird die Sentimentdaten als Frühindikatoren dafür nehmen und nutzen. Das heißt, wir könnten dann durchaus in eine überraschende Lage kommen, was die Positionierungsgrade an den Märkten anbetrifft. Und hören Sie an dieser Stelle genau hin. Diejenigen, die bei Ihnen im Bereich Kapitalsammelstellen tätig sind, schauen sich mal die Positionierungsgrade genau an, bezüglich der Risikoaktiva unter dem Aspekt, den Moment als Zukunft diskontieren oder die Zukunft als Zukunft diskontieren. Und dann können Sie sich vielleicht vorstellen, dass irgendein Handlungsdruck uns da in den nächsten Monaten erwartet.
Das Ganze, ich möchte aber nochmal betonen, ist natürlich ein relativ positives Basisszenario, das unterstellt, dass wir keine nachhaltigen zweiten, dritten Infektionswellen bekommen, sondern dass wir sie, wenn sie kommen, relativ schnell in den Griff bekommen. Ich glaube, die Sensibilität dafür ist da, die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch. Aber Demut, Geschichte kann, die Realität kann in der Zukunft anders aussehen, als man es hier unterstellt. Ich habe eine Konfidenz von 70% in das Basisszenario. Das als abschließender Kommentar.